beginnen mit dem Wahlprüfstein 1. Herr Weingarten, laut Bertelsmann-Studie fehlen bis 2030 bundesweit 350 pflegende Vollkräfte, und das gilt nur für die Altenpflege. Und verschärft wird das nochmal durch den Personalschwund in den Kliniken, allein 0,1% im letzten Jahr. Haben Sie einen Geistesblitz, wie das zu lösen ist? Also den Geistesblitz, wie das auf einen Schlag zu lösen ist, nicht. Das wird wir brauchen ein Bündel von Maßnahmen, um da entgegenzuwirken. Zunächst mal müssen wir die Ausbildungszahlen stärken, erhöhen. Wir brauchen dort mehr Personal in der Ausbildung. Das wiederum hängt dann zusammen mit einer Verbesserung der Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen. Da geht es um Vergütung, aber nicht nur. Da geht es auch um Führung in der Pflege. Da geht es auch um Wertschätzung der Arbeit intern und nach außen. Und wir müssen sehen, dass wir die Reserven, die wir haben in der Bevölkerung, nutzen, dass wir zum Teil was mit Zuwanderung zu tun haben. Immer unter der Voraussetzung natürlich, dass die Sprachkompetenz da ist. Ich glaube, wir werden auch, ich sag mal, aus kulturellen Gründen Menschen in der Pflege brauchen, die wissen, wie mit den Zuwanderern umzugehen ist. Das wird spezielle Bedürfnisse haben. Also auch da müssen wir uns öffnen. Ich glaube auch, dass wir an Frauen, die aus der Familienphase zurückkommen, stärker auf sie zugehen müssen, um dort die Bewerberzahlen zu erhöhen. Und am Ende hat es natürlich auch was ein bisschen mit der Außendarstellung zu tun. Ich glaube, wir brauchen auch ein besseres Image für die Pflegeberufe. Da bin ich auch nicht ganz sicher, ob man zum Beispiel eine Diskussion wie heute Abend mit dem Statement eröffnen sollte, also die Pflege, die wird jetzt endgültig abgehängt. Ja. Also Sie können ja nicht abends sagen, wir hängen die Pflege ab und morgens versuchen Sie dann Ausbildungswillige für diesen Beruf zu finden. Das funktioniert auch nicht. Also da glaube ich, dass man auch die öffentliche Kritik, auch die Selbstkritik nicht so sehr übertreiben sollte. Und jetzt Ihre Position, wie Sie es angehen würden. Also so eine Wertschätzung ist das eine, aber wie wollten Sie es konkret angehen? Nun, ich glaube, wir, das ist eine Vielzahl von Maßnahmen, die letztlich Sie können gar nicht so sehr viel Rahmenbedingungen dafür in Berlin schaffen, sondern das müssen Sie vor Ort machen. Es ist eine Vielzahl von einzelnen Arbeitgebern, die attraktiv sein müssen. Ich habe in meinem Wahlkreis unterschiedliche Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, öffentliche, private besucht. Zum Teil haben die keine Probleme, Nachwuchs zu kriegen. Sie gehen halt auf die Leute zu, versuchen dort auch was attraktiv den Beruf darzustellen. Ich glaube, das kann man machen. Es ist eine Aufgabe, die vorwiegend auch lokal gelöst werden muss. Frau Rössner, stimmen Sie dazu, dass das vor Ort nur passiert, oder was kann Berlin tun? Ja, Berlin kann natürlich einiges tun, und wenn man sieht, wie viele offene Stellen es jetzt schon gibt und wie viele offene Stellen es in einigen Jahren geben wird, die in der Pflege ja notwendig sind, und wenn man dann sieht, wie die Zahlen der Pflegebedürftigen auch nach oben gehen, dann haben wir natürlich ganz großen Druck und müssen da möglichst viele Maßnahmen auf den Weg bringen. Und da muss Berlin natürlich oder die Bundesregierung natürlich einiges auch in die Wege leiten. Also die Wertschätzung ist sicherlich das eine, aber was hat denn die Wertschätzung auch, oder wie kann man die Wertschätzung erhöhen? Das hat natürlich auch mit einer besseren finanziellen Entlohnung zu tun. Das hat aber auch damit zu tun, wie kann ich zum Beispiel die Belastungen, die durch Schichtdienste oder anderem hoch sind, wie kann ich Arbeitszeiten beispielsweise besser gestalten, wie kann ich die Mitsprache insgesamt verbessern. Also ich glaube, da gibt es ein Maßnahmenbündel, was wir machen müssen. Die Pflege muss besser ausgestattet sein. Sie haben das eben auch angesprochen mit dem Zuschlag. Und vielleicht noch mal als kurze Replik, was Sie eben sagten, dass wir im Bundestag so abgestimmt haben. Natürlich werden manchmal Gesetze sehr spät verabschiedet. Und das war ein Gesetz, das auf die letzte Minute kam. Und das lag aber daran, dass die Große Koalition, und ich bin jetzt kein Mitglied der Großen Koalition gewesen, ja, dass die Große Koalition sich da ja nicht einigen konnte. Als Opposition hat man ja eine andere Aufgabe. Man muss Umstände, die man kritisch sieht, auch benennen. Und das haben wir getan in dem Fall. Ja, wir haben zum Beispiel die Zweckbindung, dass die nicht mehr da ist, das haben wir kritisiert. Das sehen wir kritisch und das müssen wir zum Beispiel ändern. Zur Ausbildung kommen wir gleich noch, da sage ich dann vielleicht nachher noch was dazu. Also insgesamt glaube ich, müssen wir die Pflegeleistungen
anpassen, und zwar nicht willkürlich und nicht unregelmäßig, sondern es muss dynamisch sein, es muss wissenschaftlich auch begleitet werden und der Sachverstand vor allen Dingen der Pflegenden, der Pflegekräfte muss mit einfließen in Neubewertungen und das muss dann finanziell ordentlich unterfüttert werden. Und man kann den Beitrag natürlich nicht ins Exorbitante immer erhöhen, sondern da muss auch der Staat überlegen, inwieweit er beispielsweise diesen großen Berg abfedern muss, den wir ja irgendwann mal ausmachen. Ich bin, glaube ich, das im letzten geburtenstarken Jahrgang geboren. Ja, also ich weiß nicht, was auf mich zukommen wird. Aber wir werden da extreme Schwierigkeiten haben, die Pflege auch zu leisten. Ja. Und ein Einwanderungsgesetz werden wir wahrscheinlich auch auf den Weg bringen, auch in solchen Berufen, wo wir natürlich den Fachkräftemangel haben. Auch wenn wir natürlich nicht diesen Braindrain haben wollen, wir wollen ja auch nicht aus den Ländern jetzt die ganzen guten Fachkräfte abwerben. Aber es gibt ja auch viele, die arbeitslos sind in anderen europäischen Ländern. Und wenn wir da eine bessere Zusammenarbeit hinbekommen und uns gegenseitig unterstützen, können wir vielleicht ein bisschen was abfedern. Frau Häusner, Sie haben jetzt im ersten Statement sozusagen so ganz viele Aspekte schon mit angesprochen. Bei einigen, Herr Höferlin, haben Sie genickt. Bei anderen habe ich gedacht, es ist aber interessant, eigentlich ist doch die Position von Herrn Weingarten mit die Verantwortung an die Arbeitgeber, auch bei den Arbeitgebern zu sehen, eigentlich eher FDP. Also wie, wo steht da sozusagen in diesem Zusammenhang die FDP? Genickt haben Sie beim Thema Vergütung erhöhen und Arbeitsbedingungen verbessern. Sie gucken aber genau. Das ist Krankenbeobachtung, das ist eine Ausbildung. Okay, ich fühle mich von Ihnen gut betreut. Wo fange ich jetzt an? Also erstmal fangen wir an mit dem gut vergüten. Also das ist ja das eine ist das Quantitative, das andere ist das Qualitative. Ich will das jetzt nicht noch zu sehr wiederholen, aber die Anerkennung der Pflegeberufe, ob dessen, was sie da hochwertig tun, ist, glaube ich, das eine. Das kann man nicht per Gesetze regeln, aber man kann als Politiker darüber reden, positiv, als Beteiligter darüber positiv reden, als Medien positiv darüber reden. Also es ist mir eine gesellschaftliche Aufgabe, wie so oft. Das ist, diesen gesellschaftlichen Diskurs kann man bestimmt anstoßen, ein Stück. Da sind wir bestimmt auch als Politiker bereit zu. Das andere ist die Quantität, also wie hoch ist die Vergütung? Da gibt es ja zwei Punkte. Entweder man bringt mehr Geld in das System. Ich bin jetzt wirklich kein ausgewiesener Gesundheitspolitiker und auch kein Pflegepolitiker, aber das System muss ausreichend Geld haben und es muss ausreichend Geld bei denen ankommen innerhalb des Systems, die die Arbeit tun. Und das sind, glaube ich, die zwei Knackpunkte in dem Pflegesystem. Also auf der einen Seite geht sehr viel Geld, vielleicht kommen wir da auch nochmal später dazu, Punkt, wer bekommt eigentlich was von dem Geld, was zur Verfügung steht für die Pflege? Sind das wirklich diejenigen, die qualitativ hochwertige Arbeit leisten oder andere? Und der zweite Punkt ist, wie viel Geld kommt in das System? Ich will mal darauf Bezug nehmen. Da kann man schon einiges tun. Es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel, nicht zuletzt, aber fange ich mal an, von hinten, bei der privaten Zusatzpflegeversicherung, weil Pflege ein wichtiges Thema für viele Menschen wird. Das kann man staatlich fördern. Das haben wir in der letzten Legislaturperiode, in der wir im Bund noch mitregiert haben, auf den Weg gebracht. Das ist leider in der Großen Koalition etwas stiefmütterlich behandelt worden. Da sind sehr viele Abschlüsse gemacht worden für zusätzlich geförderte Pflegeversicherungen. Man kann natürlich den Beitragssatz erhöhen, aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann ist irgendwann Schluss und dann muss man gucken, dass das Geld richtig ankommt. Dann ist ein wichtiger Punkt die Qualifizierung derer, die da arbeiten, um auch eine Anerkennung zu bekommen. Da nicke ich dann durchaus auch mit den Kollegen der SPD oder den Grünen mal, weil da hat die Landesregierung hier in dem Land vielleicht auch eine gute Arbeit gemacht. Und da kann man dann durchaus mal auch ein Ampelprojekt auch im Wahlkampf vielleicht mal positiv nennen. Weil es geht neben dem Wahlkampf auch immer darum, dass sich politische Akteure zusammen auf einen guten Kompromiss finden. Und uns Freie Demokraten geht es im Prinzip am Ende ums Ergebnis. Wir setzen auf Inhalte und da spielt es eine zweite Rolle, mit wem wir das dann umsetzen können. Jetzt weiß ich nicht, was Sie noch alles gefragt haben oder ob meine Zeit schon aufgebraucht ist. Mal kurz zwischendrin. Wenn sich da schon eine Ampel anbahnt, Herr Weschenbach, wie finden Sie das? Auch bei diesem Thema. Gehen Sie da mit bei diesen Punkten, die da alle genannt wurden? Oder wie konkret können Sie da werden? Bei einigen gehe ich mit. Aber ich muss, wenn diese Frage kommt, muss ich nochmal eine Grundsatzbemerkung machen. Ich fühle mich hier bei der Pflegekammer zu Hause. Wir haben nicht umsonst die Pflegekammer gegründet.
Und ich fühle mich auch als Geburtshelfer der Pflegekammer, als Abgeordneter, um dieses Problem zu lösen. Wir haben in der Tat einen riesigen Fachkräftemangel und die Pflege konkurriert hier mit anderen attraktiven Berufen. Und wir haben die Pflegekammer deshalb gegründet, weil nicht die Politiker die Expertise haben, sondern die Expertise haben alle Akteure und die Pflegekammer bündelt die Interessen aller Akteure. Dazu gehören das Pflegepersonal, dazu gehören die Versicherungen und alle, die in der Pflege unterwegs sind. Und wir haben im Landtag, ich habe selbst mehrere kleine Anfragen zur Fachkräftemangel in der Pflege gemacht. Es ist dabei herausgekommen, es gibt zu viele Schulabbrüche, ganz konkret jetzt, weil die Menschen, die sich für diesen Beruf entschieden haben, vielleicht sich etwas anderes vorgestellt haben. Wir wollen dem jetzt begegnen in Rheinland-Pfalz, indem wir an die Schulen gehen, viel mehr für FSJ werben in der Pflege, schon sehr früh Schulpraktika machen, um junge Menschen für die Pflege zu interessieren. Natürlich gehören die anderen Dinge dazu hier mit besserer Bezahlung, aber wir haben die Pflegekammer ja gegründet, um der Pflege eine Stimme zu geben, um ihr im Gesundheitswesen einen gleichwertigen Partner gegenüber den anderen Professionen im Gesundheitswesen zu geben. Und da erhoffen wir uns durch die Pflegekammer und durch die Pflegekräfte, die dieser Kammer beitreten, in der Selbstverwaltung, erhoffen wir uns wirklich nachhaltig ein verbessertes Ansehen dieses Berufes. Und dieses verbesserte Ansehen mit all dem, was dazugehört, wird auch neue Kräfte in die Pflege bringen. Soweit Sie. Ich würde sagen, genau, machen wir weiter also mit dem... Vielen Dank, Herr Weschenbach. Ich finde, das passt ja auch sehr gut zu dem, was Frau Rössner vorhin schon gesagt hat, nämlich die Professionellen, die Profis, die fachlich fit sind, auch in die Politik mit einbinden.